Jahrelang lief es gut für die Türkei. Die Wirtschaft brummte, die Inflation sank. Doch dann kam der Krieg in Syrien und der IS direkt vor der Haustür. Zwar schloss die Türkei die Grenze zum Nachbarn im Sommer 2012, doch dem Konflikt entkam sie nicht. Hastig wurden Panzer und Flugzeuge in den Süden verlegt. Im Winter musste sie sogar die NATO um Hilfe bitten, um Abwehrraketen für den Grenzbereich. Mehr und mehr wurde aus der Türkei ein militärischer Akteur, der im Konflikt vor allem die Unabhängigkeit der Kurden fürchtet. Seitdem wächst die Unsicherheit im Land. Selbstmordattentäter, brennende Militärkonvois und Autobomben. Allesamt Dinge, die Investoren verschrecken. Mit Folgen. Seit Beginn des Krieges stockt die türkische Wirtschaft und die Arbeitslosigkeit schnellt nach oben. Mit jedem Jahr ein Stückchen mehr. Dazu der Abschuss eines russischen Kampfjets. Die Beziehungen zum wichtigen Handelspartner Russland verschlechtern sich. Im Januar brechen die Geschäfte zwischen beiden Ländern um fast 2/3 ein. Währenddessen tobt der Krieg im Nachbarland weiter. Viele Menschen fliehen, vor allem in die Türkei. Rund 2,7 Millionen Syrer sollen es dort bereits sein. Schon sie allein machen die Türkei zum größten Aufnahmeland für Flüchtlinge weltweit. Viele Syrer bleiben dort in Griffweite zur Heimat. Doch je länger der Bürgerkrieg tobt, desto mehr schwindet die Hoffnung auf schnelle Rückkehr. Und immer lauter wird die Frage, wie es weitergehen soll.